Ja, und damit herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge Lego The Movie Videogame. Ich schange mich ja gerade mit, weil es noch ein bisschen lang gut ist, auf der Suche nach Karl Einhorn Kitty. Ist sie nicht? Moment, ich suche euch einen Weg nach oben. Und ich suche euch einen Weg nach oben, heißt, wir müssen hier oben mal sparen. Hatten wir das nicht schon letzte oder vorletzte Folge? Ein Put-Put-Put-Bömmchen? So, hier ist irgendwie Wasser im Gange. Hier ist ein Weg. Aber ein bisschen Zerstörung muss noch sein. So, müssen wir irgendwo ein kleines Klopfzeichen. Aber auch was fehlt hier noch? Wir müssen da unbedingt wohl kaum springen können. Mhm. Aha. So war das gedacht, okay. Und noch? Wie sollen wir Einhorn-Kitty jetzt finden? Ich glaube, die Frage muss lauten, wie überleben wir die nächsten 10 Sekunden? Vorübergehend zu betäuben. Nehmen wir uns erstmal die Herzen lieber hinten weg. Oh nö, nicht noch mehr von den Drecksviechern. Wie viele von diesen alle Teilen Michael Mann gibt es hier, ey? Scheiße. Roboter, der geht mir so auf den Zünder. Boah.
Mama Huhn, die haben wir da auch in der letzten Folge gerettet. Wow, habt ihr das gesehen? Wir stehen direkt neben dir, Mann. Ich glaube, wir sollen in seinen Rachen gehen. Genauso wie bei den Löwen. Dann sollten wir das auf jeden Fall tun. Aber vorne mit der Wand muss auch noch irgendwas zu erledigen sein. Da muss Vitruvius noch irgendwas können. Egal. Ihr wollt, dass wir in das Vögelchen ins Maul steigen? Dann machen wir das. Wenn ich als Vogeldreck ende, dann werde ich sauer. Wie konnte das nur wieder passieren? Ruhig bleiben. Einhorn Kitty kann dich wieder rausholen. Kann mir jemand ein paar lose Steine finden? Ich würde selbst suchen, aber ich sehe ja nichts. Schalten wir mal um auf Emmet. Ne, dann nehmen wir uns mal Vitruvius. Er wollte lose Steine haben. Ach, dann eine Spezialaufgabe für Vitruvius. Wartet hier. Ich gehe über diesen sicheren Weg hinüber zu Einhorn Kitty. Zünder gehen. Los, spring drüber. Schon dabei. Ich kann diesen Micromanager nicht leiden. Klappe halten. Das mit Washington, Adams, Jefferson, Fillmore, Pierce, Buchanan, 16. Präsident der Vereinigten Staaten. Lasst mich den Raketenstuhl richten! Dann richte du mal einen Raketenstuhl.
Ah, oh, da hinten haben sie Einhandgetting geschleppt. Oh, nö. Was machen die nur mit meinem Einhorn-Kitty? Kommst du da irgendwie raus? Wofür? Die zerstören Wolkenkuckucksheim. Vielleicht kannst du ja was dagegen tun. Was, wenn sie mir wehtun? Ich mag es nämlich nicht, wenn man mir wehtut. Denn dann werde ich böse! Und was passiert? Schnappen wir sie! Wenn Einhorn Kitty böse wird, ob wir uns sie schnappen, das werde ich euch beim nächsten Mal zeigen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Nicht vergessen, Daumen da lassen, wenn es euch gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.